etwa 15 Jahren in einer kalifornischen Garage. Hier trafen sich Steve Wozniak und Steve Jobs und bastelten einen der ersten Personal Computer. Billig, jedenfalls so schweineteuer wie in den Universitäten. Dort hatten sie eine irrsinnige Spielerei mitentwickelt, das Hacken. Das heißt, in fremde Computersysteme eindringen, Geheimcodes knacken und andere verbotene elektronische Lustbarkeiten. Riesenärger bei den Geknackten. Wozniak wurde später hundertfacher Dollarmillionär mit seinen Billigrechnern. Er war zur anderen Seite desertiert, frei nach der Devise: Hack das System, hinterlasse eine Spur, werde ein bisschen berühmt und lass dich von den Bossen entdecken. Das ist auch der Traum deutscher Hacker. Und es klappt auch alles wie geplant. Nur die Sache mit den Bossen will nicht so recht funktionieren. Thomas Ammann und Matthias Lenhardt hackten folgende Geschichte zusammen. Hacker knacken NASA-Computer. Das berichtete Panorama im September letzten Jahres vor dem Hintergrund einer umfangreichen Dokumentation. 135 Großcomputer eines internationalen Raumfahrtforschungsnetzes waren von ungenannten Computerfreaks, den Hackern, von Deutschland aus geknackt und durchstöbert worden. Der Hamburger Chaos Computer Club, die feinste Adresse in der Szene, spielte das Sprachrohr. Anonym sei ihm das Material zugespielt worden. Eine Mittäterschaft wurde konsequent abgestritten. Das mochten weder das Bundeskriminalamt noch die französische Staatsanwaltschaft zu Recht glauben. Zwei Wochen später durchsuchten sie mit vereinten Kräften die Wohnung von Steffen Verneri, einem Sprecher des Clubs. Kistenweise wurde potenzielles Beweismaterial abtransportiert. Anzeigen aus Frankreich und der Schweiz beschuldigten ihn der Industriespionage. Er habe besonders gesicherte Daten ausgespäht. Nun muss ich in meiner Position als Pressesprecher des Clubs sagen, dass ich an den ganzen Geschichten, die hier erwähnt werden, überhaupt nicht beteiligt war und dass ich durch das Vorgehen der Behörden hier meine Existenz sehr extrem bedroht sehe. Dass ich das für unzumutbar halte, denn an für sich gäbe es ja auch den Weg, da locker drüber zu sprechen, wenn die Herren da Probleme haben, aber sie ziehen es anscheinend vor, mich da zu versuchen, in eine kriminelle Ecke zu drängen. Und man muss mal sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ein halbes Jahr später luden Sicherheitsexperten Verneri zum Vortrag nach Paris. Der Ausflug endete im Knast. Ein Begleiter wurde gleich mitverhaftet. Ja, man hat mir, als ich ihn gerne mitnehmen wollte, nach Beendigung meines Verhörs gesagt, die französische Polizei fühle sich von den deutschen Kollegen mit Informationen sehr vernachlässigt. Man hätte nun jemand hier vor sich, der, wie man wisse, Informationen besäße. Nach französischem Recht könne man ihn ausquetschen, das könne man in Hamburg nach deutschem Recht nicht machen. Und dann wurde mir wörtlich gesagt, und wir werden ihn ausquetschen. Wer hat die Spezialcomputer des Rüstungsmultis Thomson in Grenoble geknackt? Wer die gesamten Datenbestände der Zementfabrik Lafarge gelöscht? Und wer hat bei Philips, möglicherweise, die Konstruktionspläne für den neuen Superchip ausspioniert? Milliarden stünden auf dem Spiel. Philips Frankreich lieferte auch den Verhaftungsgrund. Ein harmloser Brief vom Club aus Hamburg mit der Bitte um ein vertrauliches Gespräch, ihr wurde übrigens zugestimmt, wurde flugs in einen Erpressungsversuch umgedeutet. Ist mit der Verhaftung Veneris der Hackerverein am Ende? War die angebliche Vermittlerrolle im NASA-Fall ein Fehler? Nur die Offenheit, was die Problematik von Datenschutz und Datensicherheit angeht, kann überhaupt helfen, da in der Öffentlichkeit ein Problembewusstsein zu schaffen. Und von daher war das auf jeden Fall richtig. Vielleicht kann man jetzt darüber reden, ob man in anderen Fällen etwas anders herangeht, vielleicht schneller reagiert, aber ich denke schon, dass wir da das gemacht haben, was wir tun konnten. Der Club hatte den Bundesverfassungsschutz informiert. Der aber war nicht zuständig. Was nun? Na, wir werden uns natürlich überlegen, ob wir da nicht andere Behörden informieren und ob es dann in künftigen Fällen nicht sinnvoll ist, parallel zu den Behörden, also zeitgleich auch die Presse zu informieren, einfach um aus jedem Verdacht zu geraten. Die Öffentlichkeit, die jetzt gesucht wird, war im NASA-Fall eigentlich nicht vorgesehen. Der Club hoffte, die Geheimdienste würden die Affäre lautlos regeln. Dass auch die Staatsanwälte ermitteln könnten, wurde glatt vergessen. Was keiner wusste,
dass bei den deutschen Behörden Anzeigen gegen unbekannt vorlagen, gegen Hacker, gegen deutsche Hacker, und zwar von der Kernforschungsanlage CERN in Genf und von Philips Frankreich. Die Ermittlungsbehörden glaubten nun, Täter oder Mittäter oder zumindest hochkarätige Informanten vor sich zu haben und haben sie eingeschaltet und haben gegen diejenigen ermittelt, die eigentlich den Fall diskret mit den deutschen Sicherheitsbehörden und der amerikanischen Sicherheitsbehörden über die Bühne bringen wollten. Wenn Sie so wollen, ist das die Bananenschale, auf der wir hinterher ausgerutscht sind. Das Cluborgan Die Datenschleuder empfiehlt die Flucht nach vorn, ans Licht. Die unschuldige Romantik des Computerknackens ist jetzt zwar vorbei, aber Hacken sei so abenteuerlich schön, da muss man einfach weitermachen. Ja, das kann man ja nicht verhindern. Hacker sind eine Erscheinung, die gibt es, seit es Computer gibt. Einige Computer wären ohne Hacker wahrscheinlich gar nicht denkbar. Ich denke da an die ersten Personal-Computer. Und das ist halt eine Kulturerscheinung, die mit dem Computer verbunden ist. Da kann man also mit Gesetzen herzlich wenig ausrichten. Doch im Club ist Hacken zurzeit nicht angesagt. Die Ausrüstung, das Telefon und der Heimcomputer werden gebraucht, um in der Szene zum Spendensammeln aufzurufen. Stilecht über das Datennetz und die elektronischen Briefkästen. So werden aus gegebenem Anlass auch Fragen ausgetauscht. Wie werde ich die schon gebuchte Frankreich-Reise günstig wieder los? Sollen jetzt als Rache alle französischen Computer lahmgelegt werden? Wer hilft mit beim Benefizkonzert für Steffen Vernieri? Doch manchmal sind auch die Helfer hilflos. Zitat: Ich finde es gut, dass alle Menschen versuchen, Steffen zu helfen. Ich werde das gerne auch tun, jedoch weiß ich nicht, was Steffen angestellt haben soll. Selbst in den eigenen Reihen tut Aufklärung also wahrlich Not. Europa ist eben anders als Amerika. Hier ist man edel, hilflos und gut. Man buchtet solche Jungs ein, um die Gesellschaft vor deren Fantasie zu schützen. Dort kauft man sie ein, legt sie an goldene Ketten und zack, macht die Industrie einen Schritt nach vorne. Der Bundesforschungsminister greift sich an den Propeller. Zum Schluss zoologisch-soziologisches. Die frohe Botschaft zum Pfingstfest. Er ist wieder da. Hamburg-Fuhlsbüttel, heute Nachmittag, 13.45 Uhr. Großer Bahnhof für Steffen Vernieri, Vorstandsmitglied des Hamburger Chaos Computer Clubs. Vor 8 Wochen flog Vernieri nach Paris zu einer Tagung über Datenschutz und landete direkt im Knast. Französische Großrechner soll er zusammen mit ein paar Clubkollegen geknackt haben. Er selbst sei es nicht gewesen, hatte Vernieri schon vorher beteuert. Er hätte die Fälle nur veröffentlicht. Ausgestanden ist die Sache noch lange nicht. Es wird weiterhin ermittelt und der Richter hat mich gebeten, wiederzukommen nach Paris, um halt weiter auszusagen. Und ich muss sagen, ich war mir eigentlich auch bewusst, als ich nach Paris gefahren bin, dass ich von den französischen Ermittlungsbehörden möglicherweise gebeten werde, was zu sagen. Allerdings bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich da gleich im Gefängnis lande. Ich habe mir jedenfalls nichts vorzuwerfen gehabt und deshalb bestand für mich überhaupt kein Grund, nicht nach Frankreich zu fahren. Konkrete Vorwürfe der französischen Behörden, gibt es da welche gegen Sie? Der Vorwurf lautet geht eigentlich in Richtung auf Anstiftung, wobei weder zur Täterschaft noch zur Anstiftung irgendwelche Fakten oder sonst was gefunden wurde. Tja. Gegen wen wird denn dann noch ermittelt? Wenn der Vorwurf auf Anstiftung heißt, heißt es ja, es muss ja noch andere Täter geben. Haben Sie darüber was erfahren? Soweit ich das den Akten entnehmen konnte, bezieht sich das Ermittlungsverfahren auf den Vorstand des Chaos Computer Clubs in der Position einer möglichen Urheberschaft und auf einige andere Leute aus dem Umfeld. Das heißt, wer immer vom Chaos Computer Club jetzt nach Frankreich fährt, muss fürchten, verhaftet zu werden? Ja, ich denke aber, dass es nicht so lange dauern wird, bis auch die einsehen werden, dass wir auch was anderes machen, außer solche Sachen zu veröffentlichen. Thomas Ammann fing Steffen Vernieri am Hamburger Flughafen ab. Massenauflauf, Fotogewitter, heißer Journalismus, Gerüchte. Gegen Vernieri wird weiter ermittelt, aber keiner will ihn einbuchten. Jedenfalls nicht vor den Feiertagen.